Herzlich willkommen zum Schulungsvideo zum Thema Onboarding HR-Prozess. Mein Name ist Sarah Zollinger von der StartNow.Support AG. Heute möchte ich gerne die neue Option Onboarding HR-Prozess, die es ab der Version 2024 gibt, zeigen. Onboarding bildet sämtliche Eintrittsprozesse um den Mitarbeiter und die involvierten Personen ab. Offboarding bildet sämtliche Austrittsprozesse um den Mitarbeiter und die involvierten Personen ab. Natürlich bietet die Option auch sehr viele Vorteile. Zum einen die Mitarbeiterbindung, die sehr gesteigert werden kann. Das heisst, wenn ich als Mitarbeiter in ein Unternehmen eintritt und vor meinem Eintritt und während der Probezeit oder am ersten Arbeitstag alles einwandfrei funktioniert hat, alle Prozesse, fühle ich mich natürlich sehr willkommen. Und dadurch steigt natürlich auch die Mitarbeiterbindung. Man kann klare Verantwortlichkeiten festlegen oder auch Prozesse automatisieren und eben beschleunigen. Dann habe ich noch die Voraussetzungen aufgelistet, einmal für Kunden mit eigener Installation und einmal für unsere Hosting-Kunden. Wie wir sehen, braucht man vor allem eben das Firmen-Abo Medium und pro Mitarbeiter wird dann ein Large-Abo gelöst. Bevor wir mit der Option anfangen, möchte ich gerne noch eine allgemeine Änderung zeigen. Das betrifft Kunden, die ein Firmenabo aktiv haben. Und zwar können die Kunden unter den Applikationseinstellungen, unter der Lotion Offboarding, einstellen, wie lange der Mitarbeiter nach Austritt oder vor dem Austritt Zugriff auf das Mitarbeiterportal hat. Für das braucht man die Option und Offboarding HR-Prozess nicht. Wie gesagt, einfach Kunden, die nur schon das Firmenabo aktiv haben. Dann möchte ich gerne mal die Programmpunkte von dieser neuen Option zeigen. Das heisst, ich zeige es von hinten her, damit man so ein bisschen sieht, wie der Aufbau ist. Das Erste, was man sicher machen muss, sind die Organisationsrollen erfassen, die davon betroffen sind. Das heisst, alle Abteilungen oder Personen, die man involvieren möchte in den Prozess, muss man in 360-16 erfassen. Dann natürlich Berechtigung mitgeben. Vom On-Offboarding und dem HR-Prozess. Das HR hat da noch ein bisschen mehr Einsicht und ist auch ohne Prozessinvolvierung berechtigt, den Prozess zu sehen. Dann das Zweite, was man machen muss, ist in der Organisationseinheit natürlich die Rollen verteilen. Das heisst, einfach der Person zuweisen, wo man weiss, okay, sie ist involviert in den Prozess, damit man sie später dann auch zuordnen kann. Als Beispiel, ich habe jetzt hier die HR-Rolle, die ich habe und wie gesagt, das kommt hier aus dem 6316 aus der Rolle raus, was ich für Berechtigungen habe. Dann das andere, was man noch im ERP-System auch definieren, das ist das T4291. Auch da muss man gewisse allgemeine Einstellungen vornehmen. Vor allem wichtig zu zeigen sind da Berechtigungen. Das heisst, da haben wir wieder die Rolle, die wir zuvor in T6316 erfasst haben. Und da kann man eben sagen, was können die einzelnen Rollen überhaupt machen? Wie sind Berechtigungen beim Onboarding, Offboarding und dem HR-Prozess verteilt? Jetzt zum Beispiel die IT-Abteilung hat da ein bisschen weniger Recht. Bei diesem Unternehmen die Mitarbeiterinnen Administration auch. Vielleicht der Vorgesetzte hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Recht. Und kann ein bisschen mehr machen, aber eben, das kann man frei definieren und ist je nach Unternehmen verschieden. Dann das Gleiche haben wir hier bei der Kommunikation, was für Vorlagen es im Hintergrund gibt, was für E-Mail-Vorlagen man verschickt, wie man die ganzen Aufgabentext, Benachrichtigungen einstellen möchte. Auch das kann man alles frei definieren und muss einfach einmal allgemein definiert werden. Dann haben wir die vorderen Programmpunkte. Das ist einmal Onboarding verwalten. Ich mache das mal auf. Wie man sieht, habe ich jetzt hier keinen Medienbruch. Ich komme also direkt in die Ansicht vom MyAbacus-Portal. Dort sieht es auch so aus. Das sehen wir dann nachher. Das ist mal ein Programmpunkt. Da sind einfach alle Onboardings, die erfasst worden sind. Dann können wir noch die Offboarders anschauen, da haben wir das Gleiche. Auch hier kein Medienbruch, auch so sieht es genau im Abacus-Portal aus. Dann kann ich noch die HR-Prozesse öffnen. Auch die, falls es irgendwelche hat, werden die dargestellt.
Und das Gleiche haben wir dann da bei der Definition von der Prozess. Auch da habe ich keinen Medienbruch, sondern es sieht wirklich auch so aus, als würde sie mein Abaqos-Portal aufrufen. Dann würden wir jetzt ins mein Abaqos-Portal switchen. Bin als HR-Verantwortliche eingeloggt, befinde mich jetzt da bereits auf dem View-on-Offboarding. Und da sieht man jetzt die laschenden Onboardings, HR-Prozess, On-Offboardings und Definitionen. Das ist genau das Gleiche, was ich vorher auch im ERP-System gezeigt habe. Wenn das nochmal abklappe, wie schon erwähnt, das Einzige, was man im MyAbacus-Portal nicht aufrufen kann, ist T4291. Dann können wir mal die Lasche anschauen. In der Lasche Onboarding werden einfach die ganzen Onboardings erfasst. Können Sie dann später anschauen. Dann HR-Prozess, da wird einfach der HR-Prozess dargestellt, wo man erfassen tut. Da kommen dann die Offboardings rein. Und in die Definitionen, wie vorhin im ERP schon gezeigt, kann man den ganzen Prozess hinterlegen. Das heißt, das Erste, wo man sich als Unternehmer stellt, okay, was haben wir für Prozess? Sicher haben alle einen Eintrittsprozess, also einen Onboarding-Prozess und einen Austrittsprozess. Ob es unbedingt HR-Prozess braucht, einzelne, das kann man definieren. Da hat es jetzt einen, aber es ist nicht zwingend. Dann unter dem Formular kann man ebenfalls Formular für den Prozess erstellen. Das sehen wir dann nachher besser, aber da mal ein Beispiel. Da ist eben die Nachricht, ein Willkommensgeschenk organisieren, was man genau machen muss. Nochmal zurückgehen auf Formular. Das Gleiche haben wir bei der Offboarding oder eben der HR-Prozess. Dann kann man in der Lasche Phase noch Phase erfassen, wenn man das braucht und mit dem arbeiten möchte. Das kann man dann nachher anschauen. Das sind wirklich so ein bisschen Phasen, dass man sieht, wo sich der Mitarbeiter im Moment befindet. Aber auch das ist nicht zwingend, wenn man das nicht möchte. Die Newsartikel, die man auch erfassen kann, wenn man möchte, das ist, wenn sich der Onboardee ins Portal einloggt, was er genau sieht und was ihm auf dem Home angezeigt wird. Dann würden wir uns mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Ich habe mal einen Onboardee bereits erfasst. Das ist der. Man hat wirklich die Möglichkeit, den Onboarding direkt aus dem Abaqos-Portal zu erfassen. Man kann ihn manuell erfassen. Falls man den CV-Parser im Einsatz hat, kann man die Grunddaten auch übernehmen aus dem CV-Parser, also aus dem CV. Aus dem Bewerbermanagement könnte man ebenfalls Grunddaten übernehmen. Und wie gesagt, manuelle Erfassung ist also auch möglich. Sobald man den Mitarbeiter hier anlegt, wird er auch automatisch im Personalstamm alleinerisk übernommen. Das können wir schnell anschauen. Wir haben hier den Hans Muster. Ich jetzt mal den Personalstamm öffne, sieht man auch hier den Mitarbeiter. Und einfach die Daten, die ich abgefüllt habe, das sind eben die Grunddaten, wo die Pflichtfelder sind. Und ich habe zusätzlich einfach noch einen Lohn, einen Monatslohn erfasst, sowie das Pensum. Dann gehen wir wieder ins MyAbaqos-Portal. Sobald man den angelegt hat, sieht man jetzt hier eine Maske, wenn man den Onboarding aufruft. Die Maske kann man übrigens auch individuell gestalten. Da könnte man jetzt einen Kommentar für ausgewählte Personen verfassen oder für alle. Ein Dokument für das Dossier hochladen, wenn man möchte. Oder eben das Teams, das Prozessteam für die zuständigen Prozesse könnte man auch manuell ergänzen. Dann würde ich ins Register Schritt wechseln. Und schon wird mir der ganze Onboarding-Prozess dargestellt. Alle diese Schritte sind die einzelnen Formulare, die man vorher unter den Definitionen unter Formulare definiert hat. Das heißt, ich wechsle jetzt nochmal zum Onboarding. Und rief da ein paar Beispiele auf. Als Beispiel haben wir da Bestellung von der Arbeitskleidung. Man sieht da unten, der Onboarder und Mitarbeiterin von der Administration ist involviert. Oder da bei der Vertragserstellung haben wir einfach das HR, das involviert ist.
Auch da sieht man, das ist einfach ein Formular, das im Hintergrund erstellt wurde, ist mit dem Text, mit der Checkbox, wo man setzen kann. Oder auch da genau das Gleiche. Man kann das auch beim Arbeitsplatz einrichten, man kann da Punkte aufzählen. Je nachdem, wie man die eigenen Prozesse vom Unternehmen möchte darstellen und definieren. Dann haben wir hier zu Verstoppen oder Onboarding Portallink, wo der Onboarding überkommt. Dort habe ich vorher ein E-Mail ausgelöst und ich zeige auch gerade, wie das aussieht. Bedeutet, ich habe ein E-Mail bekommen. Ich habe das mal hier eingefügt, damit man sieht, was der Onboarding für ein E-Mail bekommt. Er kommt also den Link zum Onboarding-Portal über. Das heisst, wir tun das mal in Ansicht vom Onboarding einloggen. So, das ist die Ansicht vom Onboarding. Das heisst, das Home da ist so definiert worden von uns im Hintergrund. Es wird genau bestimmt, was angezeigt wird für den Onboarding, was für News angezeigt werden, was für Kontaktpersonen. Man kann auch noch viel mehr anzeigen, wenn man das möchte. Dann, wenn man in die Inbox geht, da wird der Onboarding eben Prozessaufgaben bekommen, die man vorher definiert, zum Beispiel ein Eintrittsformular noch ergänzen oder Datenschutzrichtlinie oder Verhaltenskodex noch zur Kenntnisnahme bestätigen. Was er auch einsehen kann, sind unter den einen Daten, je nachdem, was man einblenden möchte, welche Daten schon vorhanden sind und was zum Beispiel auch im Dossier schon abgelegt wurde, ist aus dem Personalstamm, je nachdem, was man einblenden möchte in dem Portal und eben die News, die man hier definieren kann. Ich bin jetzt wieder in der HR-Rolle eingeloggt und möchte gerne den Unterschied zwischen dem Onboarding-Offboarding-Prozess und dem HR-Prozess sagen. Und zwar sind die HR-Prozesse mehr dazu angedacht, dass man während der Anstellung am Mitarbeiter noch gewisse Prozesse kann zuordnen oder zuweisen. Das heisst, wenn er jetzt seine Visitenkarte noch muss bestellen muss, kann man den Prozess zuweisen und kann in diesen Prozess noch den Vorgesetzten involvieren. Dann noch so ein bisschen allgemein zu den Vorteilen. Ich komme ursprünglich selber aus dem HR und weiss, wie anspruchsvoll so Prozesse sein können, ob Eintritt oder Austritt. Die können je nach Standort oder Funktion variieren. Oder beim Austritt, es kann eine Pensionierung sein, der Austrittsgrund, das kann eine Kündigung arbeitgeberseitig sein oder arbeitnehmerseitig, es kann ein Aufhebungsvertrag sein. Das sind alles verschiedene Prozesse, die man auch verschieden muss behandeln. Und mit so einer neuen Funktion ist es natürlich mega, wenn man das alles abfangen kann. Alle Prozessinvolvierte kann involvieren in den Prozess und kann eben auch die Prozesse automatisieren, dass sie immer gleich laufen. Darum würde ich die neue Funktion jedem sehr empfehlen. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr euch sehr gerne an mich wenden. Und sonst danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal.